So, meine Damen und Herren, und damit heiße ich euch herzlich willkommen zum nächsten Let's Play von Total War Warhammer 2 und zwar mit den Waldelfen. Ist wie immer ein Live-Let's Play. Gibt hier übrigens leider keine Filmsequenz, ich zeige das mal ganz kurz. Gibt leider keine Filmsequenz, um da ein schönes Intro zu machen. Deswegen dieses Intro so jetzt hier. Also, wir spielen die Waldelfen, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder den Baumenschen mit Baumenschfähigkeiten. Ich entscheide mich aber hier für ihn. Ich gehe nämlich mehr auf Bogenschützen und hier und da vielleicht noch ein paar Kavalleristen. Aber er hat eine gute Position und wird es dann sehen. Das hier sind seine Fähigkeiten oben. Und das hier sind die Fähigkeiten, die die Fraktionen geben. Das Ganze gehen wir aber danach noch durch. Wir spielen auf sehr schwer und auf normal, obwohl sehr schwer immer so ist, dass der PC ein bisschen bescheißt. Man kennt es. Wir starten schon mal, der Ladescreen dauert ewig. Ich bin kein Waldelfen-Profi, aber wir haben schon ein paar Grundstrategien ausgearbeitet, wie wir vorgehen werden. Die Waldelfen sind sehr auf Bogenschützen ausgelegt. Das werden wir zu unserem Vorteil nutzen natürlich. Und sie brauchen Bärenstein. Und wir werden, das haben wir bei den anderen Let's Plays nicht gemacht, wir gehen direkt auf die Siegesbedingungen. Wir versuchen direkt die Siegesbedingungen in Angriff zu nehmen. Wir gehen aber alles Schritt für Schritt durch. Was ist Bernstein? Wie funktioniert das? Wie kriege ich das? Was baue ich damit? Wie geht es mit den Einheiten? Wo habe ich verschiedene Ämter? Wir gehen das am Anfang ganz kurz Schritt für Schritt durch. Wie ich das ja grundsätzlich immer versuche, wenn ich eine neue Fraktion starte, damit man einen kleinen Überblick hat. Zu Beginn zumindest, das ist der Grundgedanke dabei. Gut. Also, wenn es durchgeladen hat, ja. Die Idee der Armee ist eigentlich, ein paar Helden, ein paar starke Einheiten, um die Feinde vorne abzufangen. Und die Bogenschützen lasse ich dann von hinten mit dem Pfeilen reinballern. Die sind sehr präzise, die machen dementsprechend viel Schaden. Und es gibt einige Einheiten, die haben physische Resistenz, Geschossabwehrresistenz. Und dadurch können sie eigentlich gut die feindlichen Schüsse blocken. Und die großen Feinde halten dann die anderen zurück, die feindlichen Armeen. Das ist zumindest die Idee. Also ein Baum, der vorne kämpft. Und die Bogenschützen, die von hinten die Kleinen dann wegballern. So als Idee, wie ich es aufbauen möchte. Ob es klappt, werden wir dann sehen. Ja. Gut. Spiel, da würde ich sagen, let's go. Wenn der Ladescreen endlich durch ist. Dauert ja immer ein Momentchen. Seid stets auf der Hut, mein ewiger Fürst. Ich biete dem Wald meine Hilfe an, denn Atheloren ist in großer Gefahr. In jedem Winkel könnten Feinde lauern. Im Norden warten die Bretonen. Wir müssen vorsichtig sein, denn ihre Expansionsbestrebungen sind bekannt. Gegen andere Feinde könnten sie jedoch feste Verbündete sein. Zudem vermehren sich die Grünhauteinfälle. Die heiligen Wälder werden durch sie besudelt. Nur Krieg wird helfen. Marschiert gegen ihre Bergverstecke und beendet ihre Einfälle. Im Westen versammeln sich Tiermenschen. Diese behuften Bestien werden alles entweihen, auch eure heiligen Wälder. Haltet sie mit euren Streitkräften auf. Wendet das Blatt und hetzt sie fort. Der Makel des Chaos darf nicht die Lichtung der Könige besudeln. Die Männer der Niederungen kennen den Preis ihrer Überfälle, doch noch immer dringen sie in eure heiligen Haine ein. Schluss damit. Treibt sie fort vom Waldessaum. Die ewige Eiche ist in Gefahr, Orion. Und es ist Zeit, gemeinsam zur Verteidigung anzutreten. Die Asrei von Atheloren erheben sich. Krieg! Krieg. So, also. Spieleigenschaften. Bernstein, die Waldelfen erhalten Bernstein durch Aufgaben von jeder Siedlung in ihrem eigenen oder verbündeten Besitz. Bernstein kann für Gebäude ausgegeben werden, für Technologien, Einheiten und so weiter und so fort. Um den Baum zu verjüngen, dazu kommen wir gleich. Die ewige Eiche im Herzen von Atheloren steht die ewige Eiche, welche Waldelfen vollständig verjüngen müssen, um den Sieg zu erreichen. Elfenrat, es gibt einen Rat, den zeige ich gleich. So, also, hier oben haben wir Bernstein. Das heißt, wir kriegen das, indem dass wir Sachen einnehmen, das sehen wir hier, oder uns mit anderen verbünden, die uns dann das Bernstein geben.
Und das ist der Plan. Wir versuchen uns mit vielen Zwergen, mit vielen Menschen und auch mit den Bretonen, das sind ja auch Menschen, aber halt nicht das Imperium, sondern eben die bretonischen Reiche, zu verbünden, um so an das Bernstein ranzukommen, das wir brauchen. Das halte ich für einen sehr, sehr klugen Plan. Es gibt nämlich in der Forschung hier die Möglichkeit, dass wir öffentliche Ordnung steigern, Beziehungen zum Imperium steigern, also alle Fraktionen, die dem Imperium angehören. Bei den Zwergen haben wir auch sogar die Vampire können wir theoretisch freundlicher gestalten. Aber eben, Menschen, Zwerge und Bretonen, das ist mal der Plan. Da haben wir ein gutes Händchen dafür. Dann haben wir die Möglichkeit, über die Ämter hier das Ganze einzustellen, dass wir einen General hier einfügen und der kriegt dann verschiedene Boni. Dazu kommen wir aber dann, wenn es soweit ist, hier. Ermöglicht Handel mit Fraktionen, die nicht den Waldelfen angehören. Ah, das muss ich ja zuerst erforschen. Ha, Sachen gibt es nicht. Sachen gibt es. Ja, ich glaube, das ist so das Grundprinzip. Beziehungen mit ausländischen Mächten finden über Diplom... Danke, danke. Wir sind hier schon gut mit denen gestellt, in einem Nicht-Angriffspakt. Wir müssten theoretisch hier mit ihnen zwei uns besser stellen und mit ihm hier oben. Und ich habe eine relativ schnelle Strategie für den Anfang. Die sieht folgendermaßen aus. Wir flitzen mit meinem General hier rüber. Und dann springen wir hier hin und dann löschen wir zuerst mal die Orks hier und hier aus, damit wir die zwei mal einnehmen. Dafür schmeißen wir den da rein. Zack. Bauen hier noch ein paar Bogenschützen. Und dann springen wir mit denen rüber. Und hier versuchen wir, wie immer, möglichst schnell Wachstum zu kriegen. Und ich bin mir am Überlegen, ob ich für den Anfang mit ein paar Triaden arbeite. Oder noch nicht. Nee, ich glaube, wir gehen hier auf Garnison. Ja, wir stellen eine Garnison auf. Weil wenn ich nämlich hier weggehe, brauche ich hier schon eine Garnison, weil ich bin im Krieg mit ihnen. Könnte durchaus problematisch werden, wenn er auf einmal beschließt einzufallen. Da brauchen wir schon ein paar Truppen. Die uns da helfen, sage ich mal. So. Haben wir noch Geld über? 500. What do you need? At your service, we will see our homeland persist through all the coming ages of the world. Of course. Gut. You called? Ja. Kann sein, dass wir uns mit ihm dann später auch verbünden können. Also jetzt haben wir mal mit ihm einen Nicht-Angriffspakt. Das ist schon mal sehr, sehr viel wert. Auf zur nächsten Runde. Oh, die Siegesbedingungen gucken wir gleich an. Ah ja, und für was ich das Bernstein einsetzen sollte, das schauen wir auch gleich an. Einen Moment. Also. Also, Rucci. Öffentliche Ordnung geht runter und nichts unternehmen. Nein, ablehnen. So, wir haben zwei Probleme. Hier nehmen wir die Provinzsteuer raus, weil wir sind sehr, sehr lange im Minus. Und wenn ich nachher in den Angriff gehe, ich kann ja hier mit diesem Pass im Prinzip hier rüberspringen. Also wie auch die Zwerge oder die Orks diese Pässe nutzen können, kann auch er das. Tiermenschen können das übrigens auch. Und um das abzugraden, müssen wir Bernstein brauchen. Und in der Gebäudeliste haben wir hier zwar die Möglichkeit, ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchen aufzubauen. Jetzt muss ich kurz gucken, wo das ist. Das hier drüben. Hier öffentliche Ordnung plus 2, aber das könnt ihr natürlich erst auf dieser Stufe machen. Das ist der Punkt. Und die ewige Eiche, die unter unserem Besitz ist, wenn wir die vollständig ausgebaut haben, gewinnen wir. Und die gibt uns bei jeder Erweiterung, wie man sieht, ordentlich Bonus. Unverdorbenheit, öffentliche Ordnung, man kann mehr rekrutieren, die Einheiten kosten weniger und so weiter und so fort. Und das ist auch unsere Siegesbedingung. Wir gewinnen, wenn wir die ewige Eiche vollständig gedeihen lassen und wir müssen sie verteidigen in einem letzten Kampf. Schlussendlich. Oder? You may keep your lying tongue for wise indeed. Oh, ohne dass ich was zahlen muss, sehr angenehm. Lord of this is Athaloran, home of the Oak of Ages and the Azrae. Sehr schade. Who calls?
Ja, wir könnten uns hier bereits mit Grenzhafen verbünden, wäre eine Möglichkeit. Wir könnten uns hier mit den Eisenhämmern gut stellen. Ich denke, dass wir das sogar machen. Macht das Sinn? Im Prinzip haben wir hier einen Pfad, nicht wahr? Dieser Weg hier, hier raus. Oder hier raus. Weiß noch nicht, wie ich da mit den Waldelfen handeln soll. Ey, wir warten noch. Wir warten noch. Wird nicht angespackt und so. Vielleicht kann ich ein bisschen Geld rausholen, indem dass ich sage, soll ich für euch die Plattnasen angreifen? Und dann machen wir noch ein bisschen Plus. Ja, seht ihr hier, wie es einfach weiter ins Minus geht? Deswegen müssen wir relativ schnell hier agieren. Sag ich mal. So. Also. Die Zwergelein. Die Zwergelein, klein Angrund. Verschlechtert sich. Wir kämpfen gegen die Plattnasen. Und wir fordern das ein. Ist nicht angespackt drin? Was ist, wenn wir die Plattnasen angreifen und dann nicht angespackt? Never. Und was ist, wenn wir nur die Plattnasen angreifen, ohne dass wir das verlangen? Cool. So. Also, jetzt machen wir die Plattnasen hier. Platt! Und dann erweitern wir schon mal ein bisschen unser Gebiet. Das hat mehrere Vorteile. Wir können unsere Armeen dadurch stärker machen, dass die Geschossschäden, dass der Geschossschaden von allen Armeen gesteigert wird. Aber das zeige ich alles. Das wird man danach gleich sehen. Very, very gut. So. Wir nutzen natürlich den erhöhten Teil. Hier. Das ist keine Frage. Hier und hier und hier. So. Und weil man natürlich gerne noch sieht, was für Truppen haben wir denn hier alles, schauen wir uns das zuerst mal an. Das hier ist ein Pfadschleicher. Ist ein Hybrid-Spezialist. Der kann im Nahkampf arbeiten und auch auf Distanz sehr, sehr gut. Das ist unser Anführer. Hat verschiedene Fähigkeiten. Dann sind das hier Waldläufer. Die sind eigentlich ganz gut, sind glaube ich die besten, die es gibt. Die haben eine Reichweite von 190 und Rüstungszustringen und alles, können während dem Laufen schießen. Sind aber nur 60 Einheiten, wie man hier sieht. Ne? Dann die Kundschafter haben wir hier. Die Waldgarde haben wir hier. Einfach alles Bogenschützen. Wildreiter mit einem sehr, sehr schönen Geweih. Sie sehen halt ganz cool aus. Also nur die Reiter an sich. Wen habe ich noch vergessen? Speerkämpfer, ganz normal. Speer und Schild, wie man es kennt. Und das Ganze ohne Schild. Und hier nichts. Hier die Falken fliegenden. Das sind Bogenschützen übrigens. Das heißt, die reiten auf Kriegsfalken und schießen dann von oben runter, logischerweise. So. Wir flitzen hier so hin. Meine Generäle, die lasse ich vorne, die sollen nämlich abfangen. Meine Kavallerie schicke ich im Hintergrund hin, weil ich noch nicht weiß, wie ich... Also er hat Wölfe, das weiß ich. Diese Wölfe hier, die sind extrem schwach, aber wahnsinnig schnell. Und wenn sie natürlich meine Einheiten angreifen... meine Bogenschützen wird das natürlich schwieriger, sage ich mal. Das ist eine Artillerie, die vom Himmel kommt. Das sind Pfeile. Die hämmern ordentlich gut rein. Kommen ein bisschen verspätet gerade. Oh nein, wir werden angegriffen. Nicht gut. Ich sage ihnen, sie sollen außen rumfliegen. Wo
gehen die anderen hin? Ah, die ja, nehmen auch diese Seite. Okay. Damit können wir arbeiten. Die schnappen wir uns mit unseren. Schießt alle auf den General. Ich will, dass der sofort hochgeht. Einfach voll drauf. Einfach voll drauf. Der soll gar nicht wissen, wie ihm geschieht. Ja, die fangen wir jetzt hier mal schön ab. Ja, sehr schön. Guck, jetzt kriegt er richtig aufs Maul hier. Hier wechseln wir ganz kurz. Die Idee ist, wenn der General stirbt, sollte so viel Panik ausbrechen, dass die eigentlich gleich alle fliehen. Hier bricht die Panik schon mal ordentlich gut aus. Zurück, ihr geht auch wieder zurück. Krieg ich die Falkenreiter eigentlich hier oben drüber? Müsst ihr schon, ne? Nicht, dass sie euch in den Rücken fallen, umdrehen und versuchen, das rauszuholen. Weil das dauert nicht mehr lange, bis sie aufgeben. Ich glaube, es ist gerade gut für meine Bogenschützen, dass sie ein bisschen trainieren zu schießen. Ich meine, Gegenwehr haben sie jetzt nicht groß. Das ist übrigens die Magie, die Hunde, die aus dem Boden springen. So. Ja, den General zu töten macht halt Sinn, wenn du die Siedlung einnehmen möchtest, weil er kann ja nicht fliehen. Sie sterben alle in der Siedlung. Von daher passt das gut. Wir haben 19 Verluste. 19 Einheiten von uns sind gestorben. Der Rest hat überlebt. Wunderbar. So. Zack. Wir setzen eine Saat. Ja, in der Tat. Also. Zuerst mal, er kriegt erhöhte Reichweite, dass er weiterlaufen kann. Das ist für den Anfang, finde ich, sehr, sehr wichtig. Er kriegt die Fähigkeit, dass alle, die in seinem Radius stehen, 10% mehr Geschossschaden machen. Das wird sehr, sehr wertvoll. Und hier haben wir die Möglichkeit, entweder Holz zu bauen, um Geld zu kriegen, öffentliche Ordnung und so weiter und so fort, oder Verlustverstärkungsrate in dem Gebiet. Lokale Armee kostet die Rekrutierung weniger. Opfergelände, Einheiten pro Runde, alle Armeen 5 Punkte, Geschossschaden plus 1 und Waffenstärke plus 1, das ist das, was wir nehmen werden. Und Wachstum plus 2, fraktionsweit sowie Einkommen aus allen Gebäuden. Die zwei sind super wertvoll, wie man sich ja denken kann. Wir gehen auf Geschossschaden. Den 1% mehr Schaden für alle Armeen ist durchaus wichtig. Den nehmen wir, selbstverständlich. Ja, so sieht's aus. Als nächstes rennen wir gleich los, um den hier oben noch zu töten und dann ist gut. Und ich für meinen Teil überlege mir gerade, ich möchte eigentlich mit den Zwergen gar nicht groß viel zu tun haben, zumindest nicht am Anfang. Das möchte er nicht. Er ist aber happy, dass wir die angreifen. Okay. Wir haben jetzt 3 Bernstein. Das ist schon mal super. I thirst for the hunt. Wir rennen so schnell es geht, selbstverständlich. Wir versuchen sie so schnell es geht direkt am Anfang auszulöschen. Okay, sind 8 Einheiten, 1 und 5 sind drin. Sollten wir hinkriegen. Und in der nächsten Runde können die das ausbauen und dann können wir hier die nächsten Einheiten bauen. Ich überlege mir aber, ob ich die Nahkämpfer hier streiche, tatsächlich. Und auf was anderes gehe.
dass ich hier Bogenschützen ausbilde. Überlegen wir uns noch. So, Rick, Plan angerund, was hältst du davon? Nicht angespackt ist er immer noch nicht zufrieden. Wir gucken, was die Zukunft bringt. Okay, er greift mich an. Das ist gut, weil dann muss ich nicht ihn und die Siedlungsgarnison töten, sondern nur ihn hier außen und danach die Siedlungsgarnison. Und es sind zwei Armeen und wir haben gerade die perfekte Map. Deshalb muss ich das aber sagen, ich weiß, dass ich hier kämpfe, wenn ich die eine Siedlung einnehme und dann ganz nach unten laufe. Das habe ich schon mehrfach getestet. Wir erreichen dann nämlich genau den Punkt, also wenn du die 10% marschieren bringst, erreichen wir genau den Punkt, wo wir an dem Gebiet hier stehen, das eigentlich ideal ist für uns. Wir haben hier einen Hang, können von oben runter schießen, je nachdem wie er reinläuft. Also die Stelle ist einfach 1A. Wir können die hier aufstellen, ich kann ihn hier aufstellen. Er hat in dem ganzen Radius, gibt er all den Einheiten mehr Schaden. Das ist, ja, was soll ich sagen, perfekt. Also die Stelle ist einfach so derart gut. So. Kavallerie stellen wir hier im Hintergrund auf, als Notfallplan. Euch hier und hier, und mein General würde das, diesen Eck dann übernehmen, falls er müsste. Hat er Bogenschützen dabei hier? Ja. Lord of the Hunt! Defenders of Athelloran! This instant! With speed! Straight away! Swiftly now! For our lady! Das ist nicht gut, dass sie sich hier zusammenziehen. Der Sheriff, ich hatte gehofft, er greift hier an. Wir werden es dann aber sehen, wie er vorgeht. Ich versuche sie ein bisschen zu locken. Einen Wink zu geben, wo sie hin müssen. Halt einfach nicht dazu zu schießen. Ja, dass sie sich hier versammeln, ist nicht so ideal. Muss man schon gestehen. Ich könnte ihn ein bisschen nach vorne nehmen. Ich könnte alles ein bisschen nach vorne nehmen. Das könnte funktionieren tatsächlich. Ihn als Köder nehmen. Wir gehen die ganze Sache sehr pragmatisch an. Wenn sie hier durchgehen, was sie jetzt gerade tun, gehen wir gar nicht runter. Wir gehen hoch. Swiftly!
Also, weil sie um die Ecke müssen, nehmen wir die Bogenschützen. Wir schießen hier noch ab, was geht. Ein Trank, wo wir noch Lebenspunkte kriegen. Sehr angenehm. Eine volle Dröhnung kriegt ihr. Sehr schön. So. Orion. Yes. Wenn das nicht ideal ist, weiß ich auch nicht. Für ein bisschen Zauberei. So muss es. Alle zurück. Und zwar immediately. Ja, meine lieben Orks, ihr scheint Probleme zu haben bei der Koordination gerade, ne? Wie gesagt, wir ziehen uns einfach zu dem Hügelchen zurück und dann klappt das auch wunderbar. Und bin froh, dass es so schön aufgeht. Ich meine, hier einfach reinzuballern, es muss ein Traum sein für die. Ich meine, selbst ein Waldelf, der keine Augen hat und zum Bogenschützen ausgebildet wurde, trifft hier was. Okay? Er sagt einfach, der eine sagt einfach, schieße in diese Richtung und er schießt einfach in diese Richtung und er trötet. Also trötet was, ja, das vielleicht auch. Aber geht was, das was er muss. Obwohl, nee, bleib mal stehen. Er bleibt auch mal stehen. Oh ja, schießt den in den Rücken, das ist gut. Ja, schön. Oh, okay, okay. Und der Adler leiden. Ja, meine Falken, Entschuldigung. Also die können im Laufen schießen, das weiß ich. Time for payback, ne? General, schwächen ihn nur an. Tja, die Bogenschützen nehme ich hier auch noch kurz auseinander. Tak, 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 tak. Dafür haben wir Kavalleristen, nicht wahr? Wir räumen halt auf, was geht, dann müssen wir nachher weniger töten. Kennt das Prinzip hier, ne? Also das gute alte Sprichwort, was du heute kannst töten, verschiebe nie auf morgen. Das ist ein altes Total War Sprichwort. Hab ich gerade erfunden. Also.
Blub, blub, blub. Dürfte übrigens gute Erfahrungspunkte geben. Also wir haben hier schon viele Veteranen jetzt, also Stufe Bronze. Blubi. Tot, 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 tot. Ork-Jungs. Wir werden übrigens auch irgendwann mal die Orks als Let's Play durch Let's Playen. Da hab ich auch mega Bock drauf. So, fertig. Entscheidender Sieg. Wie viele von uns sind gestorben? 22 Mann. Von den Feinden 832. 421. Ich würde sagen, das hat gut geklappt. Also das Sprichwort geht dir eigentlich, was du heute kannst töten, verschiebe nie auf morgen. Okay, also das ist... kommt ursprünglich von den Schweden. Ja, wir nehmen das Geld. Weil das Geld brauchen wir. Ich bin dann gespannt, wie die Unentschieden... Ja, war mega knapp. Wo er hinläuft? Okay, hier runter. Jetzt können wir, glaube ich, ihn angreifen. Ah, das ist ja schön. Geschossschaden plus 5% aller Armeen fraktionsweit. Wir machen das, weil wir dadurch insgesamt mehr Schaden machen. Ist ja klar, keine Frage. Dann geben wir ihm den Bonus. Das ist ein rüstungsdurchdringenden Dings. Der ist recht stark. Den nehmen wir als erstes. Das ist die Garnisonsarmee. Ich will zwei Schlachten kämpfen, weil ich dann zweimal Erfahrungspunkte kriege. Das heißt, wir töten ihn. Oh, das ist wieder diese Map. Ist das ganze Gebiet so gebaut? Oh, die Härte. Also, hier kommt er angerannt. Es scheint so, als ob die ganze Gebirgskette immer solche... so durchzogen ist von solchen Sachen hier. In dieser Schlacht werden wir nicht dem Feind hinterherrennen und so viel töten wie geht, sondern ich möchte, dass möglichst von dem noch entkommt, damit noch genug Garnisonseinheiten vorhanden sind, um nochmal eine Schlacht zu kämpfen. Das ist der neue Angriff, den wir gerade vorhin ausgebildet haben. Ups. Speer, voll in die Fresse. Ist ein Größenunterschied. Er ist kaum vorhanden. Archers ready. Naja, für den Fall der Fälle stellen wir sie auf, nicht wahr? Für den Fall der Fälle. Welch böse Waldesmagie von dannen hier zieht herum! Oder so.
Ach, welcher Knopf war nochmal für Kinomodus? Weiß ich nicht mehr. Vielleicht weiß es jemand im Chat. Tschüss, Orks. Es dürften eigentlich noch genug sein, um eine Armee aufzustellen. Weiter geht's. Die Waldelfen schon mal gespielt, aber... den Anfang getestet. Noch nie vollständig. Aber in meinem Kopf natürlich schon Strategien ausgearbeitet. So, wir nehmen das Geld. Nehmen wir das Geld? 130. Warum nicht? So. Wir könnten ihm jetzt auch mehr Geschossschaden geben oder stärker im Kampf insgesamt. Oder ich gehe hier schon relativ früh auf mehr Geschossschaden für. Was haben wir hier? Waldgarde tief. Ja, wir gehen auf mehr Schaden hier drüber, dass die alle schon mehr Schaden machen. Was ist das? Waldläufer, Tiefenwaldkundschafter, Waldgarde. Waldläufer. Was haben wir hier? Waldgarde, Tiefenwaldkundschafter und Waldläufer. Ja, das sind alle drin. Das ist sehr, sehr gut. Und hier haben wir erhöhte Reichweite für die ganzen. Ja, das macht Sinn, da drüber zu gehen. So, hier hätten wir Nachladezeitreduktion im Wald, das machen wir nicht. Wir machen Kampftraining, dass unsere Einheiten alle Runde 5 Dings dazu kriegen. Und das machen wir automatisch. Haben nicht viel verloren. Weißt schon, das bildet sich nämlich nach, also das regeneriert er jetzt wieder nach. So, auch hier pflanzen wir eine Saat in den Boden. Und wir gehen auch hier auf erhöhten Geschossschaden, damit wir insgesamt mehr Schaden machen. So, dann geben wir unseren Distanzkämpfer natürlich mehr Schaden. Durch unseren lieben General. Und bei ihm Kampftraining Nummer 2. So, sind wir die Orks los. Jetzt will ich dann gleich gucken, ob wir mit den Zwergen hier... Ready. What brings you before the air? No chance. Dann hat er absolut gar keinen Bock. No chance. Da müssen wir uns eventuell wappnen. Zuschläge, Vorhutaufstellung. Nein. Nein, wenn wir brauchen rüstungsdurchdringendes Gedöns. Diese Waldläufer wären rüstungsdurchdringend. Die Baummenschen natürlich, ne? Ansonsten wird es aber schwierig. Gegen große Feinde, gegen Infanterie, Rüstungsdurchdringend. Es sind sehr, sehr wenige Rüstungsdurchdringend hier. Wir hätten noch einen Bogenschützen, der Feuerschaden macht. Das wäre auch Rüstungsdurchdringend. Schwierig, schwierig. Wir gehen hier auf Einkommen, dann können wir mit dem Imperium ein besseres Bündnis und mit den Bretonen. Mumphy, dankeschön für 21 Monate. Sehr, sehr lieb von dir. Vielen lieben Dank. Welcome to the Lord of the Glade, we will see our home. Danke dir. Yes? Greetings. We may not be the Empire. Ich weiß noch nicht, wie wir hier verbleiben. Mal gucken, wie groß diese Armeen sind. Die Skaven würde ich da eigentlich noch gerne wegkriegen. Ah ja, hier können wir jetzt endlich ausbauen. Da habe ich mich drauf gefreut. Ja. Wir könnten uns bei den Zwergen einkaufen, theoretisch. Das würde gehen, aber... Ich glaube, es ist sinnvoller, wenn ich zuerst mal gucke, dass ich die Armee ausbaue. Um mal eine schlagkräftige Armee zu haben, weil wir aktuell nur... Die paar Einheiten, die wir haben, haben gereicht, um die Orks zu töten, aber für größere Armeen werden wir es nicht packen. Ein Rivale wünscht eine Änderung der gegenseitigen Verhältnisse.
Er ist bis hier nach vorne, ne? Und er ist ein Kämpfer im Krieg mit der blutigen Hand. Und hier oben sind die Zwerge. Und die Zwerge werden zwangsläufig irgendwann auch im Krieg mit der blutigen Hand sein. Also werden die Zwerge sich ziemlich sicher mit Grenzhafen verbünden. Und wenn ich mich irgendwann mit den Zwergen auch verbünden will... Ja, aber keine Forderung. Ich bezahle doch nichts. Hallo? Oh, abgefangen. Und tot. Also, die Bloodnoughts sind tot. Komplett tot. Oh, Orktöter. Ja, und wir haben nochmal Erfahrungspunkte gekriegt wieder hier. Wir machen natürlich unsere Distanzkämpfer noch stärker. Die Armee besteht ja hauptsächlich aus Distanzkämpfern. Und ihm geben wir im Bonus, dass alle, die im Radius bei ihm stehen, 15% mehr Schaden machen. Also wir ballern da die Prozente einfach hoch, ja? The Hunter. King in the woods. So, wir blitzen zurück. The Empire. Also wir haben es mit Grenzhafen gut hier. Mit den Zwergen weiß ich gerade nicht, was da abgeht. Er verbessert sich massiv. Wir sind mit Parabon noch im Krieg. Wir könnten uns überlegen, das zu beenden, also hier rauszuspringen und die jetzt wegzumachen. Das heißt, zurückzulaufen. Aber ich bin sehr unsicher, wie wir vorgehen wollen. Ich reiß das ab und baue in der nächsten Runde Bogenschützen. Wir gehen auf Bogenschützen. Giftbogenschützen. Was das Ziel bei den Waldelfen ist, wir müssen die ewige Eiche ausbauen. Dafür brauchen wir ziemlich viel Bernstein. Dass wir uns alles holen und organisieren. Okay, also. Bogenschützen habe ich gesagt. Schnelleres Wachstum. Dann, weswegen wir das überhaupt angefangen haben, dass wir öffentliche Ordnung haben, verbesserte öffentliche Ordnung. Wir könnten eine Magierin dazu holen. Ich überlege, eine Bernsteinmagierin dazu zu holen, weil ich das für das Sinnvollste halte. Sie haben Schatten und Leben. Aber ich glaube, Bernstein ist fast am angenehmsten. Verlustrate. Was ist das zweite? Aber wenn ich hier eigentlich auf die gehen möchte, brauche ich wahrscheinlich die hier. Gepanzert Waldgeister. Ja, ich denke, ein paar Dryaden in der Armee zu besitzen, wäre nicht schlecht. Ich weiß aber nicht, was sie kosten. Oder halt Kavallerie. Kavallerie wäre ja günstiger. Obwohl ich ihn als... Ne, wir holen eine Bernsteinmagierin und dann können wir das unter Umständen sogar wieder abbrechen. Das Gebäude. Schnappen uns was Neues da. Wir springen von hier dann rüber. Dann hat sich das auch. I stand defiant. I am Beligar, true king of Never. Er mag das nicht, er will das. Ich habe ein bisschen Angst, dass er mich angreift. Ich müsste die Gebirgskette dann nämlich aufgeben. Und um die Frage im Stream zu beantworten, ja, man braucht einen ziemlich guten PC. Also einen anständigen PC, um Warhammer zu spielen. Aber ich finde, das Spiel lohnt sich halt schon. Und Dankeschön für den Follow, herzlich willkommen. Ich habe extra Einblendungen gemacht für die Waldelfen. Dass es schöne Waldelfen-Einblendungen gibt. So, also in der nächsten Runde können wir Dings machen. Oh, hier bräuchte ich 3000 dafür. Dann warten wir noch mit dem hier ausbauen und bauen das so aus. Und das hat ja Zeit, weil wenn wir hier eh am Rekrutieren sind, können wir noch kurz warten, nicht wahr? So. Lord of Athelor, the woods of Athaloran welcome you. I will see it done. Das ist außerordentlich gut. Ja, ein großer Punkt ist natürlich, ein besseres Bündnis zu schmieden mit unseren Verbündeten oder mit unseren Leuten, mit denen wir da
den ganzen Platz teilen. So, ich muss mal kurz gucken, wer mich hasst. Die Tiermenschen, die hier, die sind nicht unbedingt überzeugt von mir. Wir könnten versuchen, solange die Garnisonsgröße noch klein ist, da was zu machen. Er wird wahrscheinlich hier angreifen. Mit den Dryaden könnte ich eigentlich... Die Dryaden könnten der Schlüssel sein. Die Waldelfen da. Ja, wir bauen eine Magierin und dann reißen wir das Gebäude wieder ab. Und dann haben wir die Magierin. Und dann fangen wir an, Dryaden zu machen. Ich weiß nur nicht, ob es finanziell ausgeht. Oh, Rothörnerstamm kämpft gegen die Ostlande und gegen Hochlande. Das heißt, sie sind noch recht weit weg von mir. Oh. Kraus, Korruption. Absorbiert. Nein, wir wollen nichts mit dem Kraus zu tun haben. Die Ostlande sind hier. Und die Hochlande ist hier. Das heißt, der Rothornstamm muss irgendwo hier sein. Die haben eine Ewigkeit, bis sie bei mir sind. Es dauert. Dankeschön für den Follow. Okay, wir haben ein Geldproblem. Es sind nur 60, die wir hier plus machen übrigens. Das ist nix. Ja, ein Geldproblem. Okay. List ermöglicht Giftattacken, Geschwindigkeit... Reichweite plus 10%. Alle Einheiten in der Armee. Vielleicht nehme ich doch die. Wissend, diszipliniert. 10% Reichweite. Wir nehmen die. Wir nehmen die in die Armee. Scheißegal. Egal, weg mit der anderen. Das ist schon. Eine Heilerin in der Truppe zu haben, ist immer gut. Und 10% für die Armee. Ich meine, das macht viel aus. Auf 100 Meter. Kommen 10 Meter dazu, auf 200 Meter kommen 20 Meter dazu. Das ist schon, da kann schon ein Pfeilhagen im Voraus rausgeballert werden. Die ist noch da, ja. Ja, wir nehmen eine Lebenszauberin, weil das einfach sinnvoller ist. Mit 10%, das ist so viel wert. Plus 10% aller Einheiten der Armee. Tack. Jetzt kann ich nicht noch mehr ausbilden. Doch, ich könnte zwei machen. Aber ich glaube, das ist überzogen. So, jetzt hätte ich die Möglichkeit, das Gebäude wieder abzureißen und hier was anderes zu bauen. Und ich finde den Gedanken gar nicht so schlecht. Wie weit sind die eigentlich schon? Jetzt 16, die haben schon eins ausgebaut. Das haben sie eingenommen. Wahrscheinlich, wenn sie das zuerst angreifen, weil es mehr Sinn macht. Die Frage ist halt nur, wie groß die Armee ist. Patrioten, da meinst du? Wir reißen es ab und machen da Geld. Wir müssen ja irgendwie auch Geld haben, damit wir eine größere Armee uns leisten können. Müsste ich auf die Dryaden verzichten? Ah, die Tiermenschen sind hier. My lady informs me. Your words and heart are hollow. Nicht angespackt. Kriegen noch militärischen Zugang dazu? Nein. Weil ich könnte die Skaven angreifen, wenn ich militärischen Zugang kriege. Nein, wir warten. Kontrollverlust ist mir doch ein zu riskantes Ding, muss ich gestehen. Der kommt so schnell nicht hier rein. Wir gehen hier kurz hoch, weil hier noch eine andere Dings ist. Genau die. Und mit denen möchte ich mich natürlich auch möglichst früh gut stellen.
400, weil wir Freunde sind, oder? Dann hat nur 300. Cool! So. Also. Wir versuchen es nochmal. Ja. Dann nehmen wir das Geld. Sehr gut. Jetzt haben wir militärischen Zugang mit den mit Grenzhafen. Oh, die maximale Reichweite von Bogenschützen ist eh 200. Viel weiter können die gar nicht. Sehe ich gerade. Aber dann könnten wir die hier machen. Seht ihr hier drüben, ganz drüben auf der Seite, wo da steht Rüstung für Herrschaft, Geschwindigkeit, Nahkampf. Da gibt es ein Maximaldings. Und wir sind jetzt bei 198 hier bei dem. 187. Das heißt, der kann über 200 gar nicht drüber. Und wenn ich dann später noch Boni kriege, dann machen die hier fast, die hier fast mehr Sinn. Ne, die waren schon. Gewölbe des Bogenmachers brauchen wir dafür. Das Gewölbe des Bogenmachers ist wo? Ah, hier. Bei Stufe 3 dann. Tausend Einkommen mehr. Weinrebe, Einkommen aus Weinrebe, 20%. Ja, wir brauchen Geld. Führt keinen Weg drumherum, nicht wahr? Wir müssen Geld verdienen irgendwie auch. So, diplomatische Beziehung mit dem Imperium. Ja, weil wir auch schnelleren Wachstum kriegen dadurch. Das wollen wir schon nutzen. So. Wir müssen nochmal. Diplomatie ist gerade am Anfang super wichtig. Kleiner Angrund. Verbessert sich. Die Seite ist halt nicht gesichert, solange ich mit denen nicht verbündet bin. Oh, scheiße. Habe ich jetzt Dings gebaut? Ich habe keine Bogenschützen gebaut, ne? Ärgerlich. Ärgerlich. Ja, die Fraktion ist vernichtet. Sehr schön. Ja, wenn wir Glück haben, müssen wir die gar nicht töten. Die sind im Krieg mit denen, mit mir, mit dem Imperium. Oh, das ist schön. So, dann noch bessere Dings mit den Bretonen, weil hier können wir dann die öffentliche Ordnung verbessern. In der nächsten Runde brauchen die 2910 und so viel habe ich ja eigentlich nicht. Ist gerade nicht so spannend, ich weiß, weil wir halt sehr, sehr viel auf Diplomatie gehen. Also, wir zwei werden Freunde. Ja, einen militärischen Zugang habe ich hier sogar. Ja, gut. Greetings, Azre, the woods of Athelon. The Empire. Do not greet. Iron, step forth. Versuchen es nochmal. Ich könnte ein bisschen Geld bezahlen, aber da habe ich nicht so Lust drauf. Die Weinrebe noch eins auszubauen, ist vielleicht gar nicht so übel. Der kommt nicht bis hierhin. Doch, er kommt bis hierhin! Das dürfte ich aber in der automatischen Schlacht gewinnen, nicht wahr? Wo ist etwa die Mitte? Eigentlich ist das die Mitte und ich habe bessere Chancen zu gewinnen. Das sind alles Speerkämpfer mit Schilden. Die sind gegen Infanterie, aber sind schlecht. Kriegen halt auf die Fresse. Die haben alle so gut wie keine Rüstung. Aber ein Schild. Damit wir sicher nicht verlieren, kämpfen wir es kurz selbst.
Haben wir jemanden, der Magie hat dabei? Ich dachte, dass er nicht auf der Seite rein kann. Ich dachte, er kann nur auf der anderen Seite rein. Sonst wäre ich nämlich nach oben gegangen und hätte meine ewige Eiche verteidigt. Logischerweise. Das ist ja dämlich, mein Hauptgebäude nicht zu verteidigen. Das ist der Schlüssel von allem. Der Schlüssel von allem, hey. Aber na gut. Wir managen das schon. Bei den zwei muss ich aufpassen. Das hier ist klein, das ist nicht viel. Sheldon, dankeschön für 20 Monate. Vielen, vielen lieben Dank. Kann man hier durchlaufen? Ja, aber hier nicht. Das hier ist eine Grenze. Und hier ist eine Grenze. Der kommt wahrscheinlich von hier an. Wenn ich vieles hier aufstelle, kann ich hier viel sammeln und von oben runter schießen. Also diese Linie im Prinzip. Also, den kann ich da nicht aufstellen. Die Bogenschützen hier. Waywatchers! Glade Riders! Die nutzen wir, um die Seite zu dezimieren. Die stellen wir hier als Backup auf. Nie auf die gleichen schießen. Immer ruhig unterschiedlich lassen. So, die Minotauren dürften eigentlich gut aufs Maul kriegen. Nicht so, wie ich gehofft hatte. Die dürfen eigentlich da raus. Ich lasse die kurz hier reinkrachen und dann hoffe ich, dass die brechen. Um dann hier den notwendigen Druck zu erhöhen.
Flieht endlich, Mann. Ja, sehr gut. Ja, jetzt hoffe ich, dass ich den Chef gleich noch auslöschen kann. Wenn das hier flieht, dann war es das für sie. Und das dürfte gleich der Fall sein. Jawohl, jawohl, jawohl. Ja, ja, jetzt bricht es komplett. Puh. Jetzt ist es so, die sind jetzt so hier gefangen zwischendrin, dass wir so viel abschlachten, dass die sich nicht mehr fangen. Zumindest ist das der Plan. Dass sich das hier so verheddert. Diesen Baumenschen kriegen sie aber nicht tot, ne? Töte sie alle. Sehr angenehm. Der eine hat sich gefangen hier. Komm, Generales. Das zieht, das geht, fällt gleich komplett auseinander. Unser End verteidigt tapfer. Jawohl. Jetzt haben wir es. Sehr schön. Wir töten noch, was geht. Der soll ruhig ein bisschen geschwächt werden, das ist gut. Kriegt ihr die noch nicht irgendwie? Ich meine. Sind nicht mehr viele über von den Rehreitern, von den Wildreiter. Schade, sehr schade. Wir prügeln den noch bis kurz vor Tod, dass er in der nächsten Schlacht gerade noch mitmacht, aber kurz vor dem Ende ist, im Prinzip. Das war knapp, wenn wir die Eiche verloren hätten, das wäre nicht gut gewesen. Ich dachte nicht, dass wir von der Seite reinkommen. Das war eine Fehleinschätzung meinerseits. Aber wenn ich Glück habe, übernimmt das jetzt ein anderer für mich, der die Tiermenschen tötet. Das wird aber allen Waldelfen gefallen, dass wir eine Schlacht gegen die Tiermenschen gewonnen haben. Also das wird als Militäraktion gegen die Tiermenschen gewertet. Nee, wie richten die hin? Auch das ist eine diplomatische Sache. Wenn ich sie freilassen würde, das würde denen nicht gefallen. Und wir sollten im Verbund bleiben. Wenn wir hier nicht, also wenn wir anfangen, uns gegenseitig zu hassen, dann scheitern wir genauso wie die Dunkelelfen immer scheitern. Weil sie sich gegenseitig nicht mal leiden können.